Tag, Ma'am. Ma'am, darf ich absitzen? Natürlich, warum denn nicht? Haben Sie Sorgen mit Ihrem Brunnen? Ja, und zwar reichlich. Ma'am, ich will nicht zu viel verlangen, aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie für mich und mein Pferd etwas Wasser übrig hätten. Wir haben beide gestern den letzten Schluck getrunken. In unserem Tank sind nur noch wenige Liter. Unser Wasser reicht höchstens noch für eine Woche, wenn es überhaupt so lange reicht. Aber ich kann Sie natürlich nicht ohne zu trinken wegschicken. Danke, Ma'am. Andere haben mich weggeschickt. Ich habe heute schon verschiedene Rancher gefragt, die sogar noch mehr Wasser im Tank hatten. Sie hatten mich trotzdem abgewiesen. Ich bin sicher, es war kein böser Wille. Machen Sie ihnen keine Vorwürfe. Aber nein, Ma'am. Ich sag Ihnen, ich kenne diese Gegend schon eine ganze Weile, aber so eine Dürre ist noch nie da gewesen. Es ist wirklich schlimm. Eine Katastrophe. Sie können sich und Ihr Pferd mit Wasser versorgen. Aber bitte, bitte vergeuden Sie nichts. Danke, Ma'am. Wir brauchen nicht viel. Der Brunnen, alles stürzt zusammen. Dad kommt nicht mehr raus. Der Sand rutscht einfach so runter. Jason! Ganz ruhig. Wir holen Sie raus. Klettern Sie wieder nach oben oder wollen Sie auch verschüttet werden? Hier wird keiner weiter verschüttet werden. Lassen Sie das Seil und einen kräftigen Haken runter. Schnell! Ganz ruhig. Es wird zwar ein bisschen wehtun, aber es wird halten. Also los, Kleine! Mach am Ende eine Schleife und leg sie bei meinem Pferd um den Sattelknauf. Dann setz dich rauf und lass es rückwärts gehen. So bekommen wir ihn hoch. Das Pferd ist sehr kräftig. Mach schnell! Oh, verdammt, meine Rippen! Wir schaffen es. Weiterziehen! Was Hartnäckiges und Zähes habe ich noch nicht erlebt, Pa. Bevor die Woche um ist, wird er wieder unten sein und weitergraben. Wer da unten leben will, muss hart sein. Auf die Leute wird eine schwere Zeit zukommen. Das fürchte ich auch. Wenn die Rancher nicht bald irgendwo Wasser herkriegen, werden alle Tiere verdursten und die Menschen ebenso. Soweit ich weiß, hat dieser Gent da nur wenig Vieh. Das könnten wir rauf zur Ponderosa treiben, bis die Dürre vorbei ist. Das dürfte doch nicht schwierig sein. Ich fürchte, damit fangen die Schwierigkeiten erst an. Das verstehe ich nicht. Als ich in der Stadt war, habe ich einiges mitbekommen. Die Leute machen sich große Sorgen. Sie rechnen damit, dass in der Ebene eine Massenflucht einsetzt. Mehrere hundert Familien. Wenn die alle mit ihren Rindern ins Hochland draufziehen, wie soll das enden? Ich habe nur an die eine Familie gedacht. Damit werden wir doch wohl fertig werden. Und die werden nicht wollen, Joe. Dieser Mr. Genter, der gehört nicht zu den Menschen, die ihr Land verlassen. Der wird da bleiben und weiter nach Wasser suchen. Und wenn es ihn das Leben kostet. Ach, übrigens, noch während ihm die angeknacksten Rippen bandagiert wurden, hat er mir was von einem artesischen Brunnen erzählt. Was? Ein artesischer Brunnen. Er meinte, dazu wäre es nur notwendig, die Erdschicht zu durchbohren, die das Wasser zurückhält, und schon würde es hochspritzen wie eine Fontäne. Hast du sowas schon gesehen, Pa? Nein, aber ich habe gehört, sowas geht nur in Talsenken. Unten in der Ebene liegen die wasserführenden Schichten, 100, vielleicht 200 Fuß tief. Da wird nichts kommen. Pa hat recht. Das funktioniert genauso wenig, wie ich mit diesem Bohrer durch das Hartholz komme. Wenn ich in die Schärfe, schaffe ich es nie. Hey, warte mal. Gib mal den Bohrer her. Das wäre die Lösung. Pa, das ist einen Versuch wert.
Wozu einen Brunnenschacht anlegen? Wir bohren einfach ein kleines Loch. Das braucht nur so groß zu sein, dass das Wasser nach oben durchkommt. Das will ich doch gleich mal sehen. Bist du verrückt? Mit so einem Bohrer kannst du doch keinen Brunnen anlegen. Horst, so kommst du doch nie 100 Fuß runter. Vielleicht muss ich gar nicht auf 100 Fuß. Vielleicht genügen 40 oder 50. Ich finde Wasser und ich werde es hochholen. Zu viel Sonne, zu wenig Wasser, das hält der beste Verstand nicht aus. Ich hab's geahnt. Du kannst reden, was du willst. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß, dass ich Wasser finden werde. Und wenn du den Bohrer rausziehst, wird der Sand das Loch wieder verschütten. Und was dann? Ich ziehe ihn einfach nicht raus. Ich setze Verlängerungen an und bohre, bis ich das Wasser erreiche. Na, viel Erfolg. Ich fürchte, ohne den Sonnenstich wäre nie drauf gekommen. Jetzt lass mal die Witze. Ich glaube nicht, dass das klappt. Ich glaube nicht mal, dass die Idee sehr gut ist, aber wenn er es versuchen will, achtet wenigstens seine Hilfsbereitschaft. Wann willst du bei Genters anfangen? Am besten gleich morgen früh, Papa. Ich brauche einen Wagen. Nimm dir einen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Biegt sich dauernd. Ich fürchte, so kommen wir nicht weiter, Mr. Genter. Wir können den oberen Teil rausziehen und ihn dann wieder gerade hauen. Das haben wir schon dreimal gemacht. Auf die Dauer nützt das nichts. Ich fürchte, so funktioniert das nicht. Aber wir können doch jetzt nicht aufgeben. Ich weiß, dass Wasser da ist. Nur noch ein paar Fuß tiefer und dann wird es hochsprudeln und unseren Wassertank füllen. Darauf hoffen Sie seit einer Woche. Ich wäre der glücklichste Mensch, wenn es so wäre. Aber mit dem Bohrer kommen wir nicht tiefer. Jede weitere Anstrengung ist sinnlos. Man muss sich auch mal damit abfinden können, dass etwas nicht gelingt. Sie kennen meinen Mann nicht, Mr. Cartwright. Wenn Sie mir nur noch helfen, das Gestänge wieder rauszuziehen. Ich werde es wieder gerade biegen. Ich mache alles ganz allein, aber um das Gestänge rauszuziehen, brauche ich Ihre Hilfe. Ich helfe dir, Daddy. Du hast mir gerade noch gefehlt. Stell mich nicht als Faulpelz hin. Es ist nicht so, dass ich nicht arbeiten will. Ich halte nur nichts von sinnloser Arbeit. Wenn wir den Bohrer rausziehen, rutscht der Sand sofort nach und das Loch ist wieder zu, genau wie Adam gesagt hat. Ich wollte Ihnen wirklich helfen, aber so wird das nichts. Wir wissen, Sie meinen es gut, Horst. Ich hab's auch nicht böse gemeint. Schon gut. Glauben Sie wirklich, dass es bloß noch ein paar Fuß sind? Ja, natürlich. Ich glaube ganz fest daran. Schon wegen meiner Familie. Ich habe keine andere Wahl. Hey, du Feigdachs. Wo willst du denn hin? Du wolltest doch deinem Vater und mir helfen, das Ding hier rauszuziehen, damit wir es wieder gerade hauen können. Ja, das ist eine Überraschung, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich freue mich, euch zu sehen. Setzt euch doch, setzt euch. Ich fürchte, es wird nur ein kurzer Besuch werden, Ben. Wir haben heute Abend noch mehrere Leute aufzusuchen. Oh, ich hoffe, es stört euch nicht, wenn Joe zuhört. Hallo, guten Abend. Wie geht's? Hallo, guten Abend. Also, was führt euch hierher? Wir wollen einen Wachdienst aufbauen und wir wollen dich bitten, mitzuarbeiten. Wir würden auch gern deine Söhne verpflichten. Wir brauchen gute Schützen. Wofür denn? Aus der Ebene kommen alarmierende Nachrichten. Angeblich soll ein Dutzend Familien das Vieh zusammentreiben. Sie bereiten sich offenbar darauf vor, ins Hochland zu ziehen. Ja, davon hörte ich schon. Sie haben schwer mit der Dürre zu kämpfen. Aber andererseits, was soll's? Für ein paar Familien finden wir doch einen Platz. Ausgeschlossen, Ben. Wenn wir das zulassen, öffnen wir eine Schleuse. Wenn wir sie nicht abwehren, folgt bald das nächste Dutzend. Als Vorreiter für 100 weitere. Und du weißt, was das bedeutet. Nein. Bitte sag's mir. Wenn wir unsere Freiheit nicht verteidigen, dann wird's damit bald zu Ende sein. Ja, ich kann deine Befürchtungen verstehen, aber andererseits... Du kannst es keinem Mann verwehren, weiterzuziehen, wenn sein Vieh eingeht, sein Land unfruchtbar wird. Wir wissen, dass es gesetzlich nicht zu verhindern ist. Vor der Gründung des Wachdienstes haben wir uns mit dem Sheriff beraten. Was hat er gesagt? Es ist rechtlich zulässig, neues Land in Besitz zu nehmen. Nur wenn das Land schon jemandem gehört, kann er sie wieder vertreiben. Mehr kann er nicht tun. Für uns ist das zu wenig. Und damit hat Luther recht. Leute zu verjagen ist schwer. Es ist leichter, sie von vornherein fernzuhalten. Das weißt du genau, Ben. Das wissen wir alle. Und ihr hier auf der Ponderosa gehört doch zu denen, die am meisten zu verlieren haben. Ihr wollt also nicht, dass sie sich hier ansiedeln? Natürlich, was denn sonst? Und wenn sie sich nicht so einfach verjagen lassen?
Dann wird es einige wohl das Leben kosten. Darüber habt ihr es auch schon nachgedacht. John, du sprichst von ihnen wie von Menschen aus einem feindlichen Land. Es sind aber Menschen in Not, denen wir helfen sollten. Es sind Menschen wie wir, die es schwer genug haben. Und du verlangst von uns, dass wir die Waffe gegen sie erheben? Wir erwarten es, Ben. Und bevor du jetzt antwortest, möchte ich dir noch eins sagen. Wir werden handeln, ob mit oder ohne deine Hilfe. Unter diesen Umständen werdet ihr ohne meine Hilfe auskommen müssen. Nur noch eins. Merkt es euch gut. Auf der Ponderosa entscheiden wir, was geschieht. Und so wird es auch bleiben. Hat euch der tapfere Wachdienst eingeschüchtert? Er hat's versucht. Doch leider haben die lieben Nachbarn auf Granit gebissen. Ich fürchte, mit denen kriegen wir Ärger. Ist das nicht erschreckend, wie viel Energie und Kraft diese Leute an Gewalt verschwenden? Warum können diese Leute nicht menschlicher sein? Sie sollten sich am Beispiel an Hoss nehmen. Der versucht, den Leuten zu helfen. Ich weiß bloß nicht, ob das so konstruktiv ist, mit einem Bohrer Wasser aus der Erde zu holen. Ich würde gern sehen, wie weit er ist. Na, was glaubst du, wie weit er ist? Es wird so sein, wie du es gesagt hast. Der Sand rutscht genauso schnell nach, wie er ihn rausbohrt. Aber so ist unser Bruder. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Ja, manchmal ist er ein bisschen verbohrt. Wir dürfen das nicht so einfach hinnehmen. Wenn Luther Kent und sein Wachdienst eigene Gesetze machen, dann gibt's bald Tote. Wart mal. So wie du den Lauf putzt, bringt mich das auf eine Idee. Jetzt bin ich aber neugierig. Liegen bei uns nicht noch ein paar 3-Zoll-Rohre rum? Ja, so ungefähr 6 Längen. Wir wollten damit eine Wasserleitung legen. Kann ich die haben? Ja, wofür denn? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Hallo, mein lieber großer Bruder, das ist eine Überraschung. Großer, der ist ja nur halb so groß wie du. Na, Adam, schön, dass du dich mal hierher verirrst. Hast du frisches Wasser mitgebracht? Ja, ein paar Fässer. Hilfst du mir mal, die Rohre abzuladen? Ist das für eine Wasserleitung nicht noch ein bisschen früh? Da hast du völlig recht. Du scheinst nicht so richtig voranzukommen, hä? Nein, das Bohrgestell hier ist nicht kräftig genug. Und so wie wir den Bohrer rausziehen, fällt wieder alles zusammen. Ich habe so eine Idee, wie das verhindert werden könnte. Hey, Mr. Genter, Mrs. Genter, das ist mein Bruder Adam. Er hat uns frisches Trinkwasser mitgebracht. Oh, hallo, guten Tag, Adam. Das Wasser können wir wirklich gut gebrauchen. Guten Tag, Mann. Guten Tag. Genter. Sagen Sie mal, für eine Wasserleitung ist es noch etwas früh. Ich habe das Gefühl, ein bisschen tiefer müssen wir noch bohren, bevor wir auf Wasser stoßen. Da unten ist alles soweit fertig. Wir können die nächste Verlängerung ansetzen. Ihr könnt die Teile des Gestänges aneinander koppeln. Ja. Würden Sie erlauben, dass ich schon mal eins Ihrer Fässer anzapfe? Dass wir vernünftiges, frisches Trinkwasser hatten, ist schon ein Weilchen her. Aber ja, dafür ist es doch da. Und wenn wir Glück haben, werden Sie bald Ihr eigenes haben. Ich danke Ihnen. Ach, Lindy, besorgst du mir einen Eimer? Ja. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass ihr mich nur bemerkt, wenn ihr etwas von mir wollt? Hallo, ich bin Lindy Genter und ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits, Lindy. Mr. Genter, helfen Sie uns mal, das Rohr über das Bohrgestänge zu schieben? Mach ich gern, aber wozu soll das gut sein? Ich bin auf die Idee gekommen, als Joe seine Waffe gereinigt hat. Es ist einfacher, wenn ich es Ihnen vorführe. Lange Erklärungen sind so umständlich. Wenn Adam sich was ausdenkt, Mr. Genter, hat das meistens Hand und Fuß. Na schön. Wenn du das neue Verlängerungsstück fertig hast, holst du es bitte her. Ja. Achtung, das Rohr! Ja gut, aber nicht so schnell. Ich werde mir Mühe geben. Ich hab's. Setzen Sie das Rohr genau auf das Bohrloch. Eine Sekunde. Vorsicht. Ja, weiter so. Vorsicht. Ja, gleich so geht's. Und jetzt, Mr. Genter, setzen Sie das Bohrgestänge an. Wo ist das Querholz? Hier. Ich verstehe es auch jetzt noch nicht. Ich will nichts garantieren, aber vielleicht klappt's doch.
Der sich drehende Bohrer wird die lockere Erde im Rohr nach oben drücken und das Rohr, hoffe ich, wird dadurch immer tiefer einsinken. Notfalls müssen wir ein bisschen mit dem Hammer nachhelfen. Und wenn wir es tief genug reingetrieben haben, dann setzen wir das nächste an. Und die nächste Gestängeverlängerung. Versuchen wir unser Glück. Guter Vorschlag. Schlecht, wenn wir etwas Wasser ins Rohr kippen. Nur ein bisschen, um das Erdreich anzufeuchten. Dass wir es nicht so schwer haben? Also du bist und bleibst der Klügste in der Familie. Und er sieht auch noch gut aus. So was Nettes habe ich lange nicht gehört. Du bist auch sehr hübsch. Lass dich nicht einwickeln, Lindy. Ich habe gedacht, du hast mich gern. Der ist doch viel zu alt für dich. Wenn du dich für mich entscheidest, warte ich die 9 oder 10 Jahre. Sind das Nachbarn von Ihnen? Ja. Das sind die Collins-Brüder. Bill und Fred mit ihren Frauen. Sie wohnen ungefähr 20 Meilen östlich von hier. Da ist das Wasser noch knapper als bei uns. Wir hatten gehofft, du hättest noch etwas mehr Wasser als wir, Jason. Wir dachten, wir könnten hier vielleicht unser Vieh tränken. Wir verzichten. Ich kann euch nicht viel geben, aber für 1-2 Tage wird es reichen. Wo wollt ihr denn hin? Auf ins Hochland. Und was ist mit eurem Land? Da steckt die Arbeit von Jahren drin. Könnt ihr das so einfach verlassen? Es ist ausgetrocknet. Tot. Und wenn wir nicht gehen, enden wir genauso. Es wird nicht mehr lange dauern und die anderen werden uns folgen. Es gibt in der Ebene keine Familie mehr, der es besser geht als uns. Was glaubst du, Jason? Was glaubst du, wie lange du noch mit dieser Pfütze auskommen wirst? Eine Woche? 2 Wochen? Du solltest dich lieber auch auf den Weg machen, solange dein Vieh noch laufen kann. Ich denke nicht daran, Ellen. Es ist mein Land und hier bleibe ich. Und ich sag dir noch etwas anderes. Unter unseren Füßen ist Wasser. Wir müssen nur noch etwas tiefer bohren, dann wird es hochsprudeln. Und dieses Wasser reicht für uns alle. Wie lange haben die Leute das auch vom Regen gesagt? Nur noch ein paar Tage und die Trockenzeit wird zu Ende sein. Aber der Regen ist nicht gekommen, Jason. Und wer weiß, ob es jemals wieder regnet. Und niemand weiß, ob du mit diesem Loch da auf Wasser stößt. Aber im Hochland gibt es tatsächlich Wasser und dort werden wir neu anfangen. Komm jetzt, Bill. Wir wollen weiter. Wenn du genug von dem Elend hast, schäm dich nicht und komm nach. Wir haben bis dahin ganz sicher einen Unterschlupf gefunden. Du wirst uns immer willkommen sein. Also los. Werden sie kommen? Du weißt ganz genau, wie weit sie kommen werden. Jetzt 60 Fuß tief, Mr. Genter. Ich fürchte, das Wasser ist doch noch etwas tiefer, als Sie dachten. Es kann nicht mehr viel tiefer sein. Nur noch ein paar Umdrehungen und das Wasser wird hochgeschossen kommen und wird in den Himmel spritzen, wie eine Fontäne. Es kann gar nicht anders sein. Es wird. Ich sage Ihnen, es wird. Das versuchen wir uns jetzt schon seit vielen Tagen einzureden. Aber was ist, wenn wir alle Unrecht haben? Was sagst du dazu aus? Ich weiß nicht, Adam. Ich habe jeden Tag gehofft, dass wir darauf stoßen. Aber so wie es jetzt aussieht... Ja, das Wasser muss da sein. Alles, was vom Hochland runterkommt, das ist seit Tausenden und Abertausenden von Jahren hier im Boden versickert. Es kann also bloß hier sein. Ich will das gar nicht bestreiten, Mr. Genter. Aber die Frage ist, wie tief ist es? Wir haben nur noch ein paar Rohre und das Gestänge können wir auch nicht endlos verlängern.
Und wenn wir noch 10 Fuß tiefer gehen, werden wir den Bohrer nicht mehr drehen können. Ich reite heute noch nach Hause und bespreche alles mit Pa. Er wird sicher einen Platz für Sie auf der Ponderosa finden. Nein. Das hier ist mein Land. Und ich verlasse es nie. Jason, was wollen Sie denn hier ohne Wasser anfangen? Wenn wir keins... Adam, wollen wir weitermachen oder aufgeben? Wir werden weiter bohren, bis uns die Rohre ausgehen. Meine Brüder. Immer schön weitermachen. Ich sehe es einfach gern, wenn jemand statt des Kopfes rohe Kraft einsetzt. Hallo, weil mich sonst niemand vorstellt, ich bin Lindy Genter. Hallo Lindy, schön, dass wir uns kennenlernen. Ich bin Little Joe. Wie lange bist du denn schon da? Lange genug, um meine Brüder wie Sklaven arbeiten zu sehen. Ist da sowas los? Braucht Paar uns? Wir schaffen es auch ohne euch. Sag mal, warum hast du uns eben Sklaven genannt? Weil ihr einfach vor euch hinarbeitet, ohne einmal nachzudenken. Na los, macht weiter, lasst euch von mir nicht aufhalten. Hast du zufällig eine bessere Idee? Ja, schon möglich. Na, dann erleuchte uns mal mit deinem Geistesblitz. Wie willst du diesen Bohrer langsam, aber sicher in die Erde reindrehen, wenn du niemanden hast, der ihn langsam, aber sicher reindreht? Schon in grauer Vorzeit im alten Ägypten wurden lange Holzarme an den Mühlstein angebracht und dann durften die Ochsen arbeiten. Also, nehmt das Gerüst auseinander und baut es um, dass ihr ein Pferd davor spannen könnt und lasst es im Kreis laufen. Ja, das hat was. Das ist wirklich gut. Erstaunlich, dass mir das nicht eingefallen ist. Wann fällt dir schon was ein? Aber Lindy, das war doch nur ein Scherz. Ich habe ihm nicht wehgetan. So spielen wir zu Hause immer miteinander. Ja, auf die Art putzt er gewöhnlich seine Stiefel. Sei nicht eingeschnappt, deine Idee ist sehr gut. Wir müssen uns jetzt nur einen kräftigen, soliden Balken besorgen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da hinten im Verschlag einen finden werden. Also los, versorg dein Pferd und dann fangen wir an. Wenn du erwartest, dass ich hier anfange, mit euch rumzubasteln, hast du dich getäuscht. Ich entwickle nur die Pläne. Also, genug geplant. Hier gibt's so viel praktische Arbeit, dass wir auf dich nicht verzichten können. Komm mit, wag es ja nicht. Dann lass ihn sofort wieder runter. Sofort runter? Ist das ein Befehl, Lindy? Ja. Mhm. Hast du es gehört? Ich gehorche. Oh. Oh. Mr. Cartwright, ich bin Jason Kent. Sehr erfreut, guten Tag. Pa hat was zu essen mitgeschickt. Er weiß doch, was Hoss für einen Appetit hat. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, ich werde Ihren Vater mal kennenlernen. Dann werde ich ihn zu seinen Söhnen beglückwünschen. Danke, Sir. Hier, den können wir rausziehen. Ja gut, versuchen wir es. Ich hab ihn. Ich schlage vor, dass wir hier den Winkel ansetzen. Und das Bohrgestänge sollte so viel Spiel haben, dass es sich leicht rauf und runter bewegt. Mhm, das ist gut. Gehen wir an die Ausführung. Hoss und ich reißen das Gerüst ab. Ich werde Ihnen helfen. Lindy, pass auf das Feuer auf. Ich lasse es nicht ausgehen. Musste das sein? Ich wollte doch nur helfen. Nicht so. Ich werde damit auch allein fertig. Schönen Dank. Suchst du den hier? Hm? Nein, ich brauche jetzt erstmal einen kleinen Hammer. Weißt du, wo der ist? Oh, das tut mir leid. Ich hole dir den kleinen Hammer. Nein, das ist nicht nötig. Sag mir nur, wo er ist. Da liegt er. Thank you.
Danke. Lass bitte die Finger davon. Ich kann dir die Säge holen. Ich kann auch sägen, wenn du willst. Vorläufig wird hier nichts gesägt. Ich hab dich doch gebeten, die Finger davon zu lassen. Bitte tu mir den Gefallen. Au! Oh nein, warum fasst du denn das heiße Eisen an? Lass mal sehen. Weißt du, was da am besten hilft? Da machen wir Fett drauf. Ich werde irgendeine Binde holen und dann werde ich dich behandeln. Nein, nein, warte bitte. Tu mir einen Gefallen. Such dir ein paar Zinnsoldaten und spiel damit. Jungs spielen mit so idiotischen Zinnsoldaten. Und ich bin kein Junge. Nein, aber eine echte Nervensäge. Also lass mich in Frieden. Vielleicht schneide ich dir nachher ein paar Papierpuppen aus. Jason! Wir mussten umkehren. Sie drohten uns zu erschießen. Du hast damit gerechnet, nicht? Ja, aber ich habe gehofft, sie würden durchkommen. Diese Leute haben sich als Wachdienst vorgestellt. Und wie sie sagten, haben sie alle Zugänge zum Hochland abgeriegelt. In unserer Verzweiflung hätten wir auch gekämpft. Aber gegen 20 bewaffnete Männer, das wäre hoffnungslos. Und mit ihnen zu reden war unmöglich? Wären wir dann hier? Wir haben sie angefleht. Wir haben gebettelt. Und dann ist mein Mann sogar vor ihnen auf die Knie gefallen. Das hat er noch vor keinem Menschen getan. Nur vor Gott. Wo sind eure Tiere? Warum sie zurücktreiben in den Tod? Wir haben sie zurückgelassen. Ihnen wird es besser gehen als uns, hoffe ich. Aber auch wir werden nicht aufgeben. Wir werden die Rentscher in der Ebene zusammentrommeln. Vielleicht machen 20 mit, vielleicht 50. Ich weiß es nicht, aber wir werden kämpfen. Wir werden das Recht auf Leben für unsere Frauen und Kinder verteidigen. Tun Sie es nicht, Mister. Die werden Ihnen zahlenmäßig weit überlegen sein. Es wird nicht auf die Zahl, sondern auf den Mut ankommen. Da ist guter Rat teuer, was. Diese Leute haben nichts mehr zu verlieren. Noch haben sie das Wichtigste, ihr Leben. Wenn du so verzweifelt bist, ist vielleicht auch das nicht mehr so wichtig. Hast du gehört, was sie vorhaben? Sie wollen das mit Gewalt versuchen. Ja, das wird schlimm. Wir können da nicht einfach nur zusehen. Ich werde zur Ponderosa reiten. Vielleicht kann Paar diese Wachtruppe aufhalten. Er hat es schon versucht, aber ohne Erfolg. Das stimmt leider. Ich bin gestern noch mit Paar in der Stadt gewesen. Der Wachdienst hielt gerade eine Versammlung ab. Paar hat sie aufgefordert, auf die Straßenblockaden zu verzichten. Es war sinnlos. Und was sagt der Sheriff dazu? Er sagte, sie wären im Unrecht. Und die Antwort war, wenn er sich nicht raushält, stecken sie ihn ins Gefängnis. Diese Leute unterscheiden nur zwei Haltungen. Entweder man ist für oder gegen sie. Und wie hat Paar darauf reagiert? Gar nicht. Sie wussten auch so, dass sie einen Gegner in ihm haben. Diskussionen helfen jetzt auch nicht weiter. Gehen wir wieder an die Arbeit. Wie weit bist du mit dem Drehgestell? Fast fertig. Es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Hey, wer hat dir das erlaubt? Entschuldige, ich wollte ihn für dich reinigen. Hatte ich dich nicht gebeten, die Finger von meinen Sachen zu lassen? Ich werde nie wieder was für dich tun. Nie wieder. Hey, Lindy. Du darfst ihm das nicht übel nehmen. Er hält sich für furchtbar erwachsen. Irrtum. Weißt du, wie ich ihn früher genannt habe? Giftzwerg von Nevada. Na, komm. Was ist? Glaubst du mir jetzt, Ben? Wer hat denen erlaubt, über mein Land zu reiten? Luther Kent hat's angeordnet. Er hat erfahren, dass die Männer aus der Ebene hier raufkommen wollen. Er meint, es wird einen Kampf geben. Und wenn das geschieht, dann hat Kents Wachtrupp die Anweisung, das Land ohne Rücksicht auf Verluste zu verteidigen.
Nein, Roy. Ich werde allen Ranchern, die von dort unten draufkommen, auf der Ponderosa ein Stück Land geben. Wenn sie eigene Grundstücke haben, Land, das ich ihnen gegeben habe, hat keiner mehr das Recht, sie von dort zu vertreiben. Rechtlich wäre dagegen nichts einzuwenden. Nur sehe ich keinen Weg, wie du die Familien hierher bekommen willst. Das wird nicht ganz einfach sein. Aber es gibt einen Weg zur Ponderosa abseits der überwachten Straßen. Es ist ein langer, anstrengender Weg. Er führt durch das verdörrte Weideland. Aber ich werde sie führen. Ben, wie willst du das alleine schaffen? Wieso allein, Roy? Vergiss nicht, ich habe drei Söhne. Aber diese Wachtrupps sind doch deine Freunde, deine Nachbarn. Sie sind meine Nachbarn und meine Freunde. Aber auf solche Freunde verzichte ich. Stahlstange, um das Bohrgestänge zu verlängern. Gut, und wo ist sie? Im Feuer. Little Joe macht das Anschlussstück. Ah ja. Ach, Hoss, halt mal das Maultier an. Eine kleine Pause kann nicht schaden. Halt, halt. Oh. Hoss, ich brauche mal deine Hilfe. Ja, gern. Was ist denn? Ich will das Gestänge rausziehen und mir mal den Bohrer ansehen. Will er nicht mehr richtig? Na ja, wir haben ihn eine Zeit lang trocken laufen lassen. Vielleicht muss er nachgeschliffen werden. Gut, ich werde das Tier versorgen. Ach, Joe, wenn du uns mal helfen könntest. Ja, Sekunde, ich komme gleich. Weil du ja doch keine Zeit hast, eine Puppe für mich zu machen, habe ich was für dich gemacht. Das ist eine Windmühle. Soll ich sie dir schenken? Ah, die hast du wirklich hübsch gemacht, Lindy. Kannst du sie aufheben, bis wir nachher fertig sind? Dann spielen wir zusammen damit, ja? Ist gut. Wie tief sind wir denn? Ungefähr 100 Fuß, schätze ich. Und wie weit können wir noch gehen? Noch 20 Fuß, dann sind wir mit den Rohren und den Verlängerungen am Ende. Wenn es wirklich nicht reicht, holen wir neues Material aus der Stadt. Das Material ist kein Problem, aber wo kriegen wir Wasser für den Bohrer her? Inzwischen sind wir beim letzten Fass. Wir werden keine weiteren Rohre mehr brauchen. Wir werden bald auf Wasser stoßen. Wenn Sie es sagen, Mr. Genter, wir verlassen uns auf Sie. Danke, lass es runter. Das sieht nach Schlamm aus. Wenn es da unten feucht ist, haben wir unser Ziel erreicht. Wir sind auf Wasser gestoßen. Der Stahl müsste trocken sein, aber er ist feucht. Wir haben Wasser. Was habt ihr denn? Wir sind auf Wasser gestoßen, Adam. Ja, das sind wir, aber es ist über 100 Fuß tief. Mr. Genter, Sie sagten doch, das Wasser würde in den Himmel schießen wie eine Fontäne. Tja, ich fürchte, dieses Gelände ist für den Bau von artesischen Brunnen nicht geeignet. Hey, Pa! Wir haben endlich Wasser gefunden. Wir wissen nur noch nicht, wie wir es rausholen sollen. Die Sache mit dem artesischen Brunnen ist... Schon gut, mein Junge. Sie sind Mr. Genter? Mr. Cartwright, es ist mir eine Ehre. Ja, Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Die Aussichten waren minimal, aber ein Versuch war es wert. Aber Pa, das Wasser ist da. Die Frage ist jetzt nur noch, wie wir es hochholen. Können wir da nicht vielleicht eine Pumpe anbauen oder sowas? Das dürfte zwecklos sein. Wir hätten viel zu pumpen, um es aus dieser Tiefe hochzuholen. Und selbst wenn wir alle Tag und Nacht arbeiten, es würde sich nicht lohnen. Wir könnten die Pumpe an unser Laufwerk ankoppeln und ein Pferd einspannen. Ja. So ein Pferd würde mehr Wasser verbrauchen, als es fördert. Wartet mal. Wenn ihr die Pumpe irgendwie an eine Windmühle anschließt, dann arbeitet sie Tag und Nacht.
Du hast recht, Pa. Seit uralten Zeiten gibt es überall in der Welt Windmühlen. Seit Jahrhunderten wird jede holländische Mühle mit Windkraft angetrieben. Und warum sind Sie hier unbekannt? Weil wir sie nicht gebraucht haben, bis jetzt jedenfalls. Aber mit Ihrer Hilfe können wir vielleicht diesen öden Landstrich bewässern und damit vielleicht eine blutige Auseinandersetzung verhindern. Jungs, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ach, Lindy, besorgst du mir vielleicht mal ein Brecheisen? Klar, Mr. Cartwright. Ein reizendes Mädchen. So, jetzt kann's losgehen. Ich habe mir das so vorgestellt. Ich fixiere sie so, dass sich der Winkel nicht verändern kann, dann müsste es gehen. Ja, aber der Winkel darf nicht zu flach werden, sonst haben wir zu viel Windwiderstand. Ja, aber jetzt brauche ich noch ein Dutzend von der Sorte. Ach, Mr. Genter, bauen Sie die Hinterachse aus dem Wagen aus. Wir werden sie wahrscheinlich als Verbindungsstück zur Hauptwelle brauchen. Wird gleich erledigt. Aber wir werden auch noch ein Zahnrad brauchen. Wir brauchen sogar drei, aber keine Sorge, die Jungs bringen sie mit. Hoffen wir, dass Hoss an das Ventil denkt. Ich habe ihm auch gesagt, er soll aus der Pumpe in der Scheune den Kolben ausbauen. Aber vor Aufregung hat er kaum hingehört. Nein, er wird schon daran denken. Hauptsache, es hat die richtige Größe. Wirkliche Sorgen mache ich mir nur wegen des Getriebes. Sowas wird häufig im Bergbau gebraucht, aber ich frage mich, ob es am Lager ist. Das wäre ja furchtbar. Wer weiß, was Joe sonst anbringt. Was wollen Sie von uns, Mr. Kent? Wir haben dich nicht gleich erkannt, Hoss, und da waren wir einfach neugierig, wer da unterwegs ist. Es hätten ja auch ein paar Leute aus der Ebene sein können. Sie sind wirklich sehr aufmerksam, Mr. Kent. Und jetzt sollten Sie uns nicht länger aufhalten, denn immerhin sind Sie auf unserem Land. Wir wissen, wo wir sind, aber es dürfte auch in Ihrem Interesse sein, wenn wir die Augen offen halten. Wir haben alle Verbindungswege zur Ebene abgeriegelt. Sagen Sie das Ihrem Vater. Ich schlage vor, Sie sagen sie, Mr. Lane. Dann können Sie gleich mal beweisen, wie weit Ihr Mut reicht. Wir wollen keinen Streit mit euch anfangen, aber wir lassen nicht zu, dass euer Vater diesen Leuten Tür und Tor öffnet. Sie würden hier alles überschwemmen. Aber davon ganz abgesehen, wir haben das Recht, unser Eigentum zu verteidigen. Ich habe mir das Geschwätz jetzt lange genug angehört. Und wenn Sie nicht freiwillig aus dem Weg gehen, werden Sie unter die Räder kommen. Vorwärts, hör! Ein paar von uns sollten Ihnen auf den Fersen bleiben. Weswegen denn? Wer weiß, was die Burschen im Schilde führen. Vielleicht fallen sie uns in den Rücken, wenn die anderen die Straßen raufkommen. Die Cartwrights sind nur vier. Und wir sind zehnmal so viel. Wir werden nicht so dumm sein. Adam. Siehst du die Wolke dorthin? Ich beobachte sie jetzt schon seit ein paar Stunden. Deine Augen sind besser. Erkennst du was? Reiter und Wagen. Und die kleine Staubwolke am Horizont, da sind noch mehr Reiter und Wagen. Da marschiert ein kleines Heer auf. Mir wäre wohler, wenn deine Brüder hier wären. Keine Angst, Pa, es wird schon alles gut gehen. Das wäre schön, aber ich bin nicht sicher. Angenommen, sie kriegen das Getriebe nicht und bekommen keine Zahnräder. Sie werden schon alles mitbringen und wenn nicht, dann fahren Sie nochmal. Ich fürchte, dazu wird die Zeit nicht mehr reichen. Das ist der erste Trek aus der Ebene unterwegs ins Hochland. Und da sagst du mir, ich soll keine Angst haben? Entschuldigung, Sir. Na schon gut. Es gibt eine Katastrophe. Sobald die Siedler auf Kents Leute treffen, gibt es eine Schießerei. Wir haben alles, Pa. Wir haben alle Teile gekriegt. Und wir mussten uns nicht mal den Weg freischießen. Nur weil ich es diplomatisch verhindert habe, sonst hätten wir uns mit Kent und Lane ein Feuergefecht geliefert. Wo habt ihr sie getroffen? Na, auf unserem Höhenweg. Kent ist der Anführer, aber Lane ist der Scharfmacher. Irgendwann kommt es zum ernsten Gespräch. Darauf wirst du verzichten. Und jetzt genug davon. Laden wir ab. Was ist ein ernstes Gespräch? Was meinst du? Du hast doch gesagt, du wirst mit dem Mann ein ernstes Gespräch haben. Das verstehst du noch nicht. Ist das eine Schießerei? Und wenn ja, was dann, du Naseweiß? Gar nichts. Ich will nur nicht, dass dir einer wehtut. Das ist nett von dir, aber ich dachte, du magst mich gar nicht. Tu ich auch nicht. Du könntest ruhig auch mit anfassen. Ja, gleich.
Sie sind Mr. Cartwright? Ja, da bin ich. Wir haben Ihren Nachbarn gesagt, dass wir zurückkommen. Und wir werden kämpfen für frisches Gras und klares Wasser. Wie war Ihr Name? Bill Collins. Mr. Collins, verzichten Sie darauf. Sie schaffen es nicht. Die Straße ist abgeriegelt. Wenn Sie die Durchfahrt erzwingen wollen, gibt's bestimmt Tote. Bestimmt. Aber nicht nur auf unserer Seite. Mr. Collins, das wäre Wahnsinn. Wir beide sind da vorhin vorbeigekommen. Sie haben sich versteckt hinter Büschen und Felsen. Sie werden sie aus dem Hinterhalt abknallen. Das sollen Sie nur versuchen. Wir werden nicht aufgeben. Es ist nicht Gottes Wille, dass die einen an der Quelle sitzen und die anderen verdursten. Nein, das kann er nicht wollen. Da gebe ich Ihnen recht. Und ich sage Ihnen, es gibt Wasser und es gibt frisches Gras für Sie alle. Es gehört Ihnen. Unter einer Bedingung. Wir danken Ihnen, aber... Aber was für eine Bedingung stellen Sie? Wenn Sie sich mir anvertrauen auf dem Weg ins Hochland, Collins. Es wird ein langer, beschwerlicher, ein mühseliger Weg werden, aber es wird uns niemand aufhalten. Und wenn Sie uns auch auf Ihrem Land nicht in Frieden lassen, was dann? Dann werden Sie meine Söhne und mich an Ihrer Seite finden. Das ist ja großzügig von Ihnen, Mr. Cartwright, aber wir wollen Sie und Ihre Familie nicht in Schwierigkeiten bringen. Das ist unser Problem. Ich würde sagen, wir sind fertig. Wollen wir es versuchen? Natürlich versuchen wir es. Worauf willst du noch warten? Wird jetzt Wasser kommen? Wir können nur hoffen und beten. Hey! Es dreht sich, Joe! Und Adam, die Pumpe, die wir angeschlossen haben, arbeitet auch. Ja, aber sie zieht noch nicht richtig. Mach schon, liebe kleine Pumpe. Bitte, bitte zieh Wasser hoch. Hast du die Pumpe angegossen? Natürlich nicht. Das haben wir vergessen, Joe. Es ist noch etwas Wasser da. Ich hol's. Hier, ich hab's schon. Hey, du bist ja doch zu etwas zu gebrauchen. Vorsicht, wir dürfen nichts verschwenden. Theater. Wir müssen die Rinne noch bis zum Wasserreservoir verlängern. Joe, reite Paar nach. Sag ihm, die Leute sollen wieder umkehren. Wenn sich alle Rancher in der Ebene solche Windräder bauen, dann haben sie bald so viel Wasser, wie sie wollen. Hey, wartet mal, wartet mal. Das war meine Idee. Und wenn jemand zu Paar reitet, dann bin ich das. Bist du denn noch weg? Hau ab. Komm, Adam, ich lade dich zu einem Drink ein. Und wenn dir einer nicht reicht, spendiere ich ja glatt noch einen zweiten. Ja! Wir fördern Wasser, mehr als die Genters je verbrauchen können. Unten in der Erde muss ein ganzer See sein. Ihr braucht euch nur Windräder zu bauen. Das ist wunderbar, mein Junge. Das ist großartig. Sie haben wirklich Wasser gefunden? Und Sie meinen, das reicht für alle? Ja, Sie haben richtig gehört, Mr. Collins. Gott scheint nicht zu wollen, dass die einen an der Quelle sitzen und die anderen verdursten. Ihr alle habt es gehört. Ihr werdet so viel Wasser haben, wie ihr braucht. Ihr braucht euer Land nicht zu verlassen. Ja! Wie können wir für ein solches Geschenk wie dieses Wasser danken? Ach, Ma'am. Anfangs ist es eine Idee von Hoss gewesen.
Dann hat uns die Zuversicht Ihres Mannes beflügelt. Ja, wir waren ganz sicher, dass wir Wasser finden werden, nicht? Ja, natürlich, Hoss. Ja, natürlich. Aber ohne die Hilfe von Zahnrädern, einer Pumpe und einem Windrad? Hier, mein Junge, wenn du mal spielen willst, vielleicht hast du jetzt Zeit dazu. Oh, vielen Dank, Ma'am. Tut mir leid, mein Junge. Zu Hause gibt's viel Arbeit. Zum Spielen keine Zeit. Na komm schon, Brüderchen. Du kriegst zu Hause noch einen Schnuller und ein Schaukelpferd.